Der Europäische Gerichtshof hat heute in Luxemburg für einen juristischen Paukenschlag gesorgt. Die Richter kippten die Datenschutzvereinbarung zwischen der EU und den USA. Der sogenannte Privacy Shield ist damit ungültig. Eigentlich sollte das Abkommen die Privatsphäre von EU-Bürgern bei Datentransfers garantieren. Doch das ist offenbar nicht der Fall, meint das Gericht. Das Urteil könnte nun weltweit Folgen haben, auch in der Wirtschaft. Für ihn geht ein 7 Jahre langer Kampf zu Ende. Siegreich für Max Schrems. Er ist Datenschutzaktivist aus Österreich, klagte, dass seine Facebook-Daten in den USA nicht sicher sind. Seitdem auf dem Prüfstand des Europäischen Gerichtshofs ist die Privatsphäre von EU-Bürgern bei Datentransfers in die USA gewährleistet. Das Urteil, nein, diese Datendeals sind nicht kompatibel mit europäischen Grundrechten. Also unsere Nutzerdaten sind da so sicher wie amerikanische Geheimdienste sich für uns interessieren könnten. Seit den Snowden-Enthüllungen wissen wir, dass US-Unternehmen aufgrund von geheimen Gerichtsentscheidungen verpflichtet sind, direkten Zugriff für US-Geheimdienste und Polizeien zu schaffen. Mit dem Urteil des EuGH ist die Datenschutzvereinbarung, genannt Privacy Shield, zwischen der EU und den USA also nun ungültig. Zu unterschiedlich sind ihre Datenschutzstandards. Dass dieses Abkommen nun nicht mehr gilt, könnte weitreichende Folgen für den Datenfluss zwischen der EU und den USA und somit für die globale Wirtschaft haben. Die US-amerikanische Überwachungsgesetzgebung muss sich nun ändern, wenn Amerika weiterhin in großen Mengen Daten von europäischen Bürgerinnen verarbeiten möchte. Eine Grundlage für Datentransfers in die USA bleibt aber erlaubt. Keine Einwände hatte der Gerichtshof grundsätzlich wegen sogenannter Standardvertragsklauseln für die Datenweitergabe durch Unternehmen, weil ausreichende Schutzmechanismen bestehen würden. Damit garantieren Unternehmen die Einhaltung ausreichender Datenschutzstandards auch in Staaten ohne angemessenes Datenschutzniveau wie in den USA. Wir wollen das Thema vertiefen. Ich spreche dazu mit dem österreichischen Datenschutzaktivisten Max Schrems, der ja eben geklagt hatte. Ich grüße Sie, Herr Schrems. Grüß Gott. Ihre Klage, die mutet ein bisschen so an wie der Kampf David gegen Goliath. Wie fühlen Sie sich denn jetzt nach diesem juristischen Sieg? Naja, es ist das zweite Mal, dass der EuGH sagt, dass das nicht geht. Also es war wenig überraschend. Ich glaube, dass einfach ein großer Teil der Wirtschaft, gerade in den USA und auch die Europäische Kommission, einfach mit beiden Augen probiert hat, da durchzukommen und so zu tun, als ob es in den USA keine Überwachungsgesetze gibt. Das heißt, uns hat heute ehrlich gesagt wenig überrascht, was der EuGH sagt. Er hat eigentlich zum großen Teil gesagt, bitte, ihr könnt uns nicht wie vor 4 Jahren ignorieren. Ihr müsst es auch tun, was ein europäisches Höchstgericht sagt. Aber inwiefern wird sich an den Datenschutzrichtlinien, speziell bei Facebook, da jetzt wirklich etwas ändern? Denn die Standardvertragsklauseln, die sind ja von dem Gericht nicht beanstandet worden. Und auf dieser Basis, wenn ich es richtig verstanden habe, zieht Facebook ja die Daten aus Europa ab. Genau, das ist eines der großen heute Missverständnisse, die anscheinend viele Journalisten nicht ganz verstanden haben, aus gutem Grund, weil all das ist sehr kompliziert. Es ist so, dass die Standardvertragsklauseln nur deswegen gültig geblieben sind, weil sie eben in diesem Fall der Massenüberwachung nicht genutzt werden dürfen. Also es ist ein bisschen so, der EuGH hat gesagt, ja, alle Leute, die nicht dürfen, sollen bitte vom Boot springen und dafür darf das Boot weiter schwimmen. Die Leute sind nur trotzdem im Wasser. Also für europäische Unternehmen heißt es, ich darf Daten nach den Standardvertragsklauseln weltweit herumschicken. Es sei denn, ich schicke sie zu einem Unternehmen in den USA, die unter solche Massenüberwachungsgesetze fallen. Und das ist vereinfacht gesagt das gesamte Silicon Valley. Das heißt, ich kann als europäische, was weiß ich, als deutscher Hersteller irgendeinem Maschinenunternehmen in den USA Daten schicken, weil die fallen nicht unter diese Überwachungsgesetze. Aber ich kann zum Beispiel meine Daten nicht in die Google Cloud auslagern, wenn das am Ende dann in den USA landet. Wenn der Privacy Shield also nun ungültig ist, was muss denn dann auf staatlicher bzw. EU-Ebene passieren? Müssen Brüssel und Washington da zurück an den Verhandlungstisch? Es gibt hier wenig zu verhandeln. Es gibt europäische Grundrechte, der EuGH hat das wiederholt. Es geht nicht ein, was weiß ich, Privacy Umbrella als dritte Version jetzt zu machen, sondern der einzige Punkt, wo wir wirklich eine Bewegung machen haben könnten, wäre in den USA bei diesen Überwachungsgesetzen. Die EU ist ein Grundrechtsstaat, das ist, glaube ich, eine große Nachricht von diesem Urteil heute auch.
Du kannst nicht einfach als Kommission sagen, wir verhandeln irgendwas, was grundrechtlich nicht kompatibel ist. Und die EU-Kommission wird eigentlich einfach Bewegung von den USA brauchen, zu einem großen Teil. Und man müsste dort die Überwachungsgesetze irgendwie so zurückfahren, dass man als Ausländer irgendwelche Rechte zumindest hat. Und da hoffe ich doch, dass das Silicon Valley jetzt in Washington anklopft und sagt, Leute, wir haben zwei Möglichkeiten. Wir teilen uns in zwei, ein europäisches und ein amerikanisches Facebook. Oder man ändert einfach diese Überwachungsgesetze in den USA. Das wäre ja durchaus möglich. Und ich glaube, da müssen die Europäer auch genug Eier haben, um zu sagen, ja, wir sind auch Menschen und wir sollten auch Grundrechte haben in den USA. Aber unter dem aktuellen Präsidenten ist das ja ehrlich gesagt eher unwahrscheinlich. Ich würde dann ganz gern noch auch noch mal etwas zitieren, denn die sozialdemokratische Europaabgeordnete Birgit Sippel, die hat das Ganze kommentiert. Europäische Grundrechte und US-amerikanische Massenüberwachung lassen sich nicht miteinander in Einklang bringen. Wenn man das jetzt vor dem Hintergrund hat und voraussetzt, dass die Amerikaner vielleicht gar nicht bereit sind, an ihren Gesetzen etwas zu ändern. Hätte das dann nicht im Umkehrschluss die Folge, dass man eigentlich Unternehmen wie Facebook hierzulande die Betriebslizenz entziehen müsste? Nein, Facebook darf die Daten in Europa weiterverarbeiten. Wir haben ja einen Vertrag aber mit trennen. Facebook. Sie müssen es aber dann trennen. Facebook ist aus europäischer Sicht ein europäisches Unternehmen, ne? Klar, aber wenn dann die Daten trotzdem in die USA abwandern, dann muss man ja von Facebook Europa verlangen können, dass die wirklich ihre Server trennen, strikt trennen, dass die Daten eben dann doch nicht in den USA landen. Genau das sagt der EuGH. Der sagt nicht nur, das kann man machen, sondern dass die zuständige Aufsichtsbehörde in Irland, die ja notorisch untätig ist, auch eine Pflicht hat, das zu tun. Das ist auch das, was wir seit 2013 argumentieren. Also es ist seit 7 Jahren, sagen wir nichts anderes, außer wenn die Daten halt in den USA unter die Massenüberwachung fallen, dann muss man halt das System so weit trennen. Das geht auch zu einem gewissen Grad. Bei Facebook ist es besonders schwierig, weil es eine Plattform ist. Aber man muss dann zum Beispiel bei einer Nachricht halt trennen. Eine Nachricht, die ich jetzt aus Wien nach Berlin schicke, Hausnummer, die muss ja nicht durch einen amerikanischen Server gehen. Wenn ich natürlich einen amerikanischen Freund benachrichtige, dann muss das irgendwo dort landen. Da muss man jetzt als Konzern dann diese ganzen Datenflüsse auseinanderklamüdern und bei jedem Einzelnen sich überlegen, ist das absolut notwendig oder nicht. Für die notwendigen Datentransfers gibt es ja weiterhin eine Ausnahmebestimmung auf europäischer Seite. Aber das sind nicht viele, ne? Hoffen wir mal, dass Ihr Wort Gehör findet. Soweit der Datenschutzaktivist Max Schrems. Und erst nochmal vielen Dank für dieses Gespräch. Dankeschön. Danke auch.